Moin aus Berlin, Sul Sul und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sims 4 hier auf meinem Kanal. So, was ist hier los? Der pennt. Wo sind denn alle? Der schläft. Okay, Malfoy ist hier. Malfoy unterhält sich mit Lena. Wo denn? Malfoy könnte mal mitspielen. Das können wir mal machen. Der hat echt seinen Namen weg. Es tut mir leid, Leute. Aber es ist so. So, wir haben Samstag. Ich bin richtig so ein kleines bisschen kaputt, muss ich sagen. Weil nach, ja, ich sag jetzt mal ungefähr 6 Wochen, kriege ich es mal wieder vernünftig hin, ohne Schmerzen meine Wohnung auf Vordermann zu bringen. Und da bin ich jetzt aktuell gerade bei. Schön die Teppiche reinigen, ein bisschen staubsaugen, alles das, was so dazu gehört, was die Sims hier nicht machen, sondern machen lassen. Ich kann mir leider keine Haushaltshilfe leisten. So. Wer von euch ist schlauer? Warum steht die jetzt auf? Verloren? Alter. Aber die Luft ist auch mal wieder, ja. Freundlich. Kennenlernen. Oh, wir machen die Alte mal an hier. Wie soll ich denn? Der macht mal wieder gar nichts. Computing ist wichtiger, ne? Zocken. So, Lena, pass mal auf. Was gibt's denn an neuen Jobs? Freelance. Nach Aufträgen suchen. Komm her, wir brauchen Kohle. Wir wollen nicht wieder unter 300.000 landen. Ups. Warte mal, die da müsste bald Geburtstag haben, oder? Altersstufe 1. 5 vor 11. Da sind wir bald. Wer ist sie? Marie. Ja. Ach so, 6030. Ich glaube, 6030 sieht sehr gut aus. Das machen wir. Ja. So. Ach so. Freelance. So, studieren und Freelance Videospiel programmieren. Mach hin. Deine Mama hat bald Geburtstag. Aber sag mal, du bist ja auch ein Adoptivkind, oder wie sehe ich das? Du kannst das reparieren. Und dann kannst du das reparieren. Okay, Videospiel programmieren dauert jetzt wieder eine Weile. Alter, mir ist so warm. Ist unglaublich. Es ist unglaublich. EA Games, wollt ihr mir nicht mal irgendwas schenken hier? Dass ich hier mit meinen Sims mal mehr machen kann. Mir sind eure Preise zu hoch. Tut mir leid.
Das rosafarbene Lätzchen. Anne sitzt mittags neben einem kleinen, was? Neben einem neuen Mitschüler. Und entdeckt etwas Rosafarbenes in seiner Butterbrotdose. Es ist das ein Lätzchen? Der Junge lächelt nervös und sagt, er habe mal wieder die Dose seiner kleinen Schwester erwischt. Dann fällt das Lätzchen herunter, sodass jeder es sehen kann. Soll sie es aufheben oder einfach ignorieren? Das ist die Frage. Wir könnten es natürlich ignorieren. Dann müssen. Ach komm, wir heben es auf. Wir versuchen mal freundlich zu sein. Mal gucken. Mal gucken, was dabei rauskommt, wa? Die sind alle zur Schule hier. Ach ja, eine Essensschlacht geplant. Als Anne die erste Tomate warf, greift das Schulpersonal schnell ein und Anne erhielt einen Tadel für den Versuch, eine Essensschlacht anzuzetteln. So war dem ein schnelles Ende gesetzt, was die epischste Essensschlacht der Geschichte hätte werden können. Die schulische. Ach so, ja. Und irgendwie scheint die sowieso mehr Aufruhr dort zu machen als alles andere, oder? Jetzt haben wir das Lätzchen. Anne stellt ihren Fuß vorsichtig auf das Lätzchen und schnappt es sich, als niemand hinsieht. Doch leider hat der Raufbold der Klasse alles mitbekommen und nennt sie ein kleines Baby. Würdest du das bitte aufklären, Neuling? Nein. Tja. Nächstes Mal mach seinen Scheiß alleine. So, lass mal schneller laufen. Und ich denke, dann werden wir mal eine Torte für die Marie backen müssen. Ja, und mal gucken, wie lange sie als Seniorin dann noch macht, ne? Und, ich würde mal so ganz grob sagen, dieses Mal holen wir sie dann nicht aus der Urne zurück in unser Leben. Tischschmuck wurde nicht geliefert. Ja, komm, improvisiere, passt immer am besten. Okay. Das Hausmädchen. Ach so, Kaugummi. Okay, das war das, die Geschichte mit dem Nexus zur Arbeit. Perfekt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Marie. Ja, soll sie. Mein Gott, der hat doch eh hier gewohnt. Ein Tag bis zur nächsten Altersstufe, Marie. Und dann wirst du eine Seniorin sein. Wie viel hast du denn? So. Sammy! Und die Anne, die entwickelt sich wirklich zu einer Rabauke, du ganz ehrlich. Also die ist schon nicht ohne. Marie ist konzentriert, Sammy geht nach Hause. Caroline kann andere Sims jetzt um den was? Ach, um Tipptipps betten, okay. Ja, und deine Frau kommt hier einen Tag später nach, ne? Das passt ja wie die Faust aufs Auge. Könnten wir gleich die Torte schon backen?
Steht auf und ist direkt voll konzentriert. Das ist doch wohl. Ach ja. Marie, warum? Wegen teuren Möbeln, ja. Wir gönnen uns, ne? Inspiriert. Warum? Warum wird sie jetzt nicht älter? Ha! Jetzt aber. So, pass auf. Dann werden wir Folgendes machen. Alter. Nee, Quatsch, pass auf. Du reparierst das. Du backst eine weiße Torte. Und Marie gesellschaftliches Ereignis. Gucken, was passiert. Lombek. Warno Ooks. With a charm. Clevite Bainu. So. Geburtstagsparty. Geburtstagssim. Den. Die laden wir alle ein. Achso, warte mal. Ach nee, Geburtstagssim. Das ist die Marie. Weiter. So, jetzt kommen die Gäste. Caterer, das macht die. Mixer, das macht sie. Und ein Entertainer. Ach, das macht der Daniel. Okay. Natürlich machen wir das zu Hause. Ach ja. So, gleich geht die Party los. Aber erstmal muss die Torte fertig werden. So, und zwar Geburtstagskerzen hinzufügen. Und... Lieber Hannah... Pampini. Sich was wünschen und Herzen auspusten. Ma Bisa. Na komm. Marie ist älter geworden. Das Alter, schrumpelige Bäuche, graue Haare und endlose Nickerchen warten. Feier, als stünde der Sensenmann nicht gleich um die Ecke. Das sowieso. So, kochen. Brathähnchen, wie soll ich das denn machen? Da. Gomi? Oh, Stürmer. So, und du könntest Getränk zubereiten.
Proteinshake. Und Zebrafits. Ja, hier, komm her. Wer ist er denn? Haben die ihn eingeladen? Wer bist du? Hallo? Schweibi, Schweibi. Getränk zubereiten, das da. Du bereitest dir auch ein Getränk zu. Du nimmst den, das Ding da. Du da. Scheiße. Getränk zubereiten. Zebrafits. So. Lamina. Deroy. Warum rennt ihr auf einer Party im Bikini darum? Kannst du mir das mal erklären, Neva? So, dann haben wir das nämlich auch. So. Für dich. So, pass auf, jetzt bist du hier. Zum Essen rufen. Ja, Mensch, Marie richtig alt und grau und... Aber, liebe Leute, wir haben massiv überzogen. So weit wollte ich gar nicht. Wie es hier morgen weitergeht. Ne, wie es hier weitergeht, das sehen wir morgen. So rum wollte ich es sagen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Freue mich, wenn ihr morgen wieder mit dabei seid. Bis dahin. Ciao, ciao. Macht's gut. Tschüssi. Hoppla.